Hallo Ivo, meine erste Frage. Wie finde ich interessante Kontakte im Netz? Also, wie fange ich an im Netz? Was sollten meine ersten Kontakte sein? Was sagst du dazu? Ja, die Frage ist sehr spannend zu erfahren, wie man eigentlich im Social Media anfängt. Das ist halt der Beginn. Und der Beginn bedeutet immer wieder, dass ich erstmal wissen muss, was ich eigentlich damit erreichen möchte. Was ist jetzt mein Ziel im Social Web? Das stelle ich auch allen meinen Klienten. Und die Thematik muss ja sein, ich muss mich erstmal selbst kennen, damit ich halt mich richtig positioniere. Die meisten Leute positionieren sich einfach so im Netz und machen irgendetwas und schreiben irgendetwas. Ja, wie fängt man an? Man fängt halt am besten an, das ist meine persönliche Empfehlung, dass man mit einem eigenen Blog anfängt. Wieso sollte man mit einem eigenen Blog anfangen? Weil es halt immer wieder erkennbar ist, dass einzelne Plattformen aus dem Netz verschwinden können. Wir hatten das ja schon bei Friendster, wir hatten das schon bei MySpace. Es kann auch Facebook passieren, dass es irgendwann mal Facebook nicht gibt. Manche Leute konzentrieren sich nur noch auf Twitter, aber was passiert, wenn Twitter von CNN oder von Apple gekauft wird? Diese Gerüchte gibt es ja. Die können das auch einstampfen und das halt anderswertig halt nutzen. Und schon hat man halt eine Struktur genutzt, die es irgendwann mal nicht gibt. Meinen eigenen Blog unter meinem eigenen Namen kann keiner wegnehmen. Das muss das Zuhause sein, das virtuelle Zuhause. Und dann baut man so langsam aber sicher die Top-Social Networks aus. Im Moment sind es halt Google Plus, Facebook, Twitter, Instagram, baut man langsam aber sicher aus. Und die Kontakte, die ich halt dort halt am Anfang haben sollte, sind meine engen Freunde, weil das ist halt ganz wichtig, die engen Geschäftspartner. Dann kann man sich ja entscheiden, ob man eher privat Twitter, Facebook und so weiter nutzen möchte oder halt, ob man das beruflicher Natur eher nutzen möchte. Die Kombination ist manchmal halt, muss gelernt werden. Das ist nicht so einfach. Also das erstmal muss man ja reinkommen. Deswegen sage ich immer wieder, fangt privat an und formt dann von dem Privaten so langsam aber sicher in das Berufliche hinein, dass sich das dann halt einspielt, dass es halt eigene Interessen der Firma dann widerspiegelt, aber gleichzeitig auch meine eigenen persönlichen Interessen, die ich vorfeld mir definiert habe. Und dann wächst es durch die Inhalte. Das dauert, aber es wächst. Mit einem Blog anzufangen, ist ja schon relativ ambitioniert. Da denkt man ja schon, dass die Person so einen richtigen Plan hat, wie man damit umgeht. Nun ist es ja so, dass die meisten irgendwie auf Twitter oder ich denke am meisten auf Facebook einfach mal einen Account anlegen, Profil anlegen und privat mit Freunden und so weiter kommunizieren. Und erst dann so ein bisschen merken, huch, da geht vielleicht mehr. Wie siehst du das mit so einem rein privaten Anfang, ohne Blog, vielleicht auch erstmal, weil Freunde nur da sind? Das ist, glaube ich, die Hauptmotivation für Menschen, die auf Facebook unterwegs sind. Bei einem privaten Account bei Facebook, das geht ja relativ einfach. Man meldet sich an, in 5 Minuten ist man angemeldet und relativ zügig, wenn man seine E-Mail-Adresse eingegeben hat, zeigt er ja automatisch schon Freunde. Das ist ja voreingestellt bei Facebook, weil Facebook ja meistens halt relativ zügig von anderen Freunden die gesamten Adressbuch dann reinlädt. Und dementsprechend, wenn man sich neu anmeldet, zeigt er mir alle Freunde an, wo ich im Adressbuch auch drin war. Und dann hat man sofort einen Zugang zu Leuten, die halt innerhalb des Netzwerks dann halt meine Freunde sind. Und danach vermehrt sich das mit der Zeit. Also bei mir hat es relativ zügig, hatte ich dann halt, nachdem ich 10 Freunde hinzugefügt habe, haben mich 30 weitere Freunde, die dann gesehen haben, dass ich bei den 10 Freunden hinzugefügt worden sind, haben mich als Freund hinzugefügt. Und so ging es dann relativ zügig, dass ich das dann halt schnell aufgebaut habe. Heute sind es weit über 20.000 Menschen, die bei Facebook mir folgen. Also es kann innerhalb von wenigen Jahren, von 4 Jahren, dann halt relativ viele Leute geben, die einem dann folgen, die das, was man halt schreibt, interessant finden. Dann wird es aber plötzlich spannend, weil je mehr Freunde ich habe, desto mehr ist es nicht mehr privat. Also man wird ja, je mehr Freunde ich habe, werde ich ja zu einer öffentlichen Person. Und das ist etwas, womit die meisten noch nicht so richtig anfangen können. Diese Diskussion, dass man nur 200 Freunde haben kann, ja, das erlebe ich ja bei meinen Freunden zum Beispiel alle gar nicht. Die haben alle über 1000 Freunde. Ja, aber 1000 Freunde, was heißt das denn genau? Ja, ich bin ja ein kleiner Mini-Verleger. Und das ist ein Change, das ist eine Gedankenveränderung.